lauf da jetzt. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Diesmal ist ein anderer dabei und zwar der Alex. Ja, ich wechsle hier meine Partner immer wieder durch. Ja. Hallo erstmal. Ja, wir spielen Planet Side gleich zu Beginn erstmal. Er spielt das noch nicht lange, sprich. Eieiei. Oh, da ist eine Menge Gegner. Nummer 1. Nummer 2. Ich bin da zu denen. Och man, hat er mir den Gegner weggesnackt. Arschloch. So. Hier müsste noch irgendwo ein Gegner sein. Da ist einer gestorben. Also wie gesagt, ich hatte jetzt schon gesagt. Er spielt das Spiel noch nicht lang, also wie gesagt, nicht wundern, wenn er mal fragt oder so. Und ja, wir sind jetzt wieder in einer Technikanlage. Versuchen wir jetzt hier irgendwie was zu bekommen. Ich bin gerade hinter dir. So, wieder einer weg. Ich bin hinter dir, also neben dir, wie auch immer. Pass auf, da ist hinten sind welche. Mehrere. Die kommen da gleich durch. Ach komm ey. Schon tote. Okay, wieder einer weg. Wieder einer weg. Alter, das wird jeder Multikill des Jahrhunderts. Du tötest die ganze Zeit, ich lauf da immer hin. Tot. Das wird jeder Multikill, Leute. Okay. Wir haben uns schon ein Tutorial rausgesucht hier für den Kanal. Ich sag schon für den Kanal. Und ich bin halt so verpeilt. Und zwar habe ich folgendes geplant. Wir erzählen einfach mal, was wir so erzählen haben. Du wolltest mir unbedingt die Story erzählen. Ja, die wollte ich, also die erzähle ich glaube ich, wenn ich dann auch aufnehme. Du am besten mal das mit der Bombe. Genau, okay. Und zwar, ich hatte heute Chemie. Und wir haben halt gerade so geredet. Dann kam unsere Lehrerin. Und dann sind wir einfach auf das Thema gekommen, ja, was machen wir denn so an neuen Themen noch, ja? Also jetzt werden wir halt in Chemie halt einfach was lernen. Und da hat sie gesagt so, ja, wir bauen mal Bomben als nächstes Thema, ja? Und ich habe dann einfach so zum Spaß mal gesagt so, wir bilden sie uns hier als Zombie-Terroristen aus. Und sie hat erstmal ihr eiskalt ja gesagt. Und dann lernen wir jetzt in Chemie ernsthaft, wie man Bomben baut. Ich habe ja auch schon gezeigt, wir haben verstehen ein bisschen was davon. Und dann habe ich ihr mal mit ihr geredet, dass ich und Kumpel ein Experiment einfach mal führen können, wo wir zeigen, wie man sowas halt, wie man halt was hochjagt da, also einfach mal eine Bombe baut. Und ja, allerdings müssen wir es ihr leider jetzt vorführen. Also müsstet ihr das auf dem Schulhof machen oder musstet ihr das, war das das wohl im Wald? Nee, wir müssen das auf dem Schulhof machen. Und zwar, wir haben uns eine kleine fiese Bombe ausgedacht. Und zwar ist die Scheiße gefährlich. Wenn du die falsch baust, dann wird die wirklich zu einem ID. Und wenn ihr nicht wisst, was eine ID ist, guckt es euch auf YouTube an. Das ist, also wir haben das nämlich... Erklär mal, was das ist. Ja, also eine ID ist, also ich sage jetzt einfach mal, was das ist. Also eine ID ist praktisch eine Bombe, die von Terroristen gelegt wird, um Panzer zu zerstören. Und guckt euch einfach mal strenger alles an. Denn so ist ungefähr auch die Bombe, wenn du es übertreibst. Und wir hatten nämlich uns das mal rausgeguckt, haben da die Rezepte alles rausgesucht gehabt. Allerdings wussten wir nicht, welche Mengen man dazu benutzt. Wir haben gesagt, komm, pack mal einfach mal ordentlich rein. Ja, wir haben das 100-fache von genommen, was man eigentlich nehmen sollte. Und dementsprechend sah die Explosion auch aus. Wir weggerannt, hinter so einem Erdwall versteckt. Mein Kumpel stand da erstmal eiskalt neben mir. Und hatte erstmal nicht gepeilt, dass ich das Ding schon fertig gemacht hatte. Und ja, dann ging es halt los. Ne? Das Ding hatte eine... Weil wir waren viel zu nah dran. Da kam erstmal eine Explosion. Wo kam das? Oh. Bringt das was, wenn ich auf so Dinger schieße? Panzer, Hilfe! Ah, ist ja weiter. Ah, perfekt, hier kommen Fahrzeuge. Mir waren zwei gegnerische Fahrzeuge, das war nicht so perfekt. Bringt das eigentlich was, wenn ich mit dem Gewehr auf diese Lieferwagen schieße? Also diese Art Busse von dann? Auf. Bringt das irgendwas? Nee, das nützt ja nicht viel. Hier kommen so viele Fahrzeuge, ich habe keine Muni. Ich hasse es. Ich muss nehme jetzt mal rennen. Ich nehme jetzt mal eine schwere Angriffseinheit. So, ausrüsten. Gibt es ja nicht irgendwo so ein Ding, wo man halt. Ach man, jetzt muss ich ernsthaft nach so einem Scheiß. So einem Scheiß Wackengate suchen. Ja, auf jeden Fall da zurück. Und wir haben es natürlich übertrieben gehabt, hatten das Ding angezündet und wir waren viel zu nah dran. Und dann hat uns erstmal. Mein Kumpel hat mein Bein gerissen und das war wirklich heftig, weil wir haben es einfach viel zu übertrieben gehabt. Die wussten nämlich nicht, was da passiert. Ich hatte das noch nie gemacht. Und genau dasselbe wollen wir jetzt auf dem Schulhof vorführen.
Allerdings werden wir das da ein bisschen zügeln, weil wir haben einen Kiesschulhof, nicht das, weil dann wird der Kies wie so Geschosse werden halt. Und das wollen wir auch nicht unbedingt. So, wo will ich denn jetzt? Ach, da hinten will ich hin. Und. Oh, triff doch mal. Jawohl, ich habe einen getötet, Mann. Sehr gut. Mein dritter Kill in der Laufbahn, glaube ich. Oh. Einrichtung verteidigt. Und ich bin gestorben. Und ich habe kaum noch Leben, aber ich habe überlebt. Und da fährt ein gegnerisches Fahrzeug. Okay, das nächste Mal, wenn du aufnimmst, dann sag mir vorher Bescheid, dann kann ich auch noch aufnehmen. Oh, da sind jetzt welche drin. Soll ich da hin? Ach, ich nehme da jetzt einfach noch ein paar mit. Sollen wir zum nächsten Fight gehen oder hier? Nee, hier ist noch Fight. Wir müssen jetzt. Ich habe hier gerade noch was. Mist. Okay, da hatte ich einfach zu wenig Leben. Aber das am Anfang der Multikill war erstmal klar, ich habe, glaube ich, 8 oder 9 Typen in extrem kurzer Zeit getötet. Ah, ich liebe sowas. Boah, ich. Immerhin, jetzt habe ich gleich wieder Munition. Ihr seht, hier läuft es eigentlich gerade ganz gut für uns. Wir haben ja schon, uns gehört fast komplett in da. So, gut. Ja, auf jeden Fall, ich bin nochmal gespannt, weil wie wir das da machen werden. Das Scheiße ist einfach nur, dass wir es hier vorführen müssen. Sprich, bevor wir es der Klasse vorführen. Ich überlege, ob ich es dann erst so mache, dass ich eine extrem geringe Menge nehme. Dass es dann einfach nur so aussieht, dass da, als ob halt. Alter, scheiße, sind da viele Leute. Als ob das halt kaum eine Explosion ist. Und dann nehme ich einfach die 10- oder 15-fache Menge davon dann einfach. Gut, wahrscheinlich solltest du nicht viel mehr machen als dieser Junge in dem Video da, weil. Mehr kann dann auch ins Auge gehen. Ja, das könnte gut sein. Aber ich will es auch mal übertreiben, allerdings werde ich die dann. Ich werde die dann nicht auf dem Schulhof tun. Weil wenn dann doch da geschlossen rumfliegen sollten, wäre das echt scheiße. So, gut, dann rennen wir jetzt mal den Truppen hier hinterher. Wir überrennen sie jetzt. Aber jetzt siehst du mal das Schöne an der. Oh, Gegner. Ich laufe gerade hinter dir. Oh, wo? Ich sehe nichts, Das Dumme ist, manchmal sehe ich einfach nur, wo Kugeln herkommen und das ist nicht so gut. Ja, das ist manchmal scheiße, vor allem ich bin jetzt gerade für die Luftabwehr zuständig. Hier irgendwo Gegner? Ach man. Da ist ein Spion. Okay, schalte ihn mal aus, ich schnappe mir mal die Flugzeuge. Oh, ich liebe die Grafik hier gerade. Ja, boah, wie lange soll ich denn noch schießen, ey? Oh. Ach, das war entstanden. Eingehende Operation. Boah, hat mich einer wiederbelebt. Ja. Ach man. Ah, doch, noch getroffen, perfekt. Alle brauchen so Munition. Du bist doch ein Giner, oder? Nein. Ich bin schwere Kampfeinheit. Das bringt ja hier nicht, wie ich dir schon mal gesagt habe. Du hast noch nicht dieser Kampfeinheit. Ja, den brauche ich eben gerade. Ach, der macht aber auch gar nichts. Alter. Ne? Scheiße. Oh, 375 habe ich gekriegt. 600. Oh! Pass auf, Deckung. Ich habe noch eine Rakete hingehauen. Ah, ich habe noch nicht getroffen. Schade. Sehr gut, so läuft das doch bei uns. Ich liebe dieses Spiel, weil es ist so viel Action dabei. Vor allem, da musst du nicht mal ein guter Let's Player sein. Denn allein durch die Action, die hier abgeht, gucken das gerne viel. Du musst dann einfach nur gut spielen können. Ja, und ja. Hockt sich ja jetzt kein Sniper hin in den Felsen. Also, nee, das geht ja mal gar nicht. Der ist bei mir. Sollen wir uns gleich einen Panzer schnappen? Da kann ich jetzt auch. Oh, ich lauf mal zu dir. Du spielst die ganze Zeit schwere Kampfeinheit, ne? Oder wie auch mal die heißt. Genau, ich spiel schwere Kampfeinheit. Ist gut, du hast schon voll gute Ausrüstung und so. Ich bin schon Level 35 oder 34 oder so. Also ich habe schon spiele ja schon relativ lange. Und das wirst du auch noch alles schaffen. Also es ist einfach, das dauert einfach nur eine Weile. Das ist halt das. Und ich habe halt auch echt Geld für ausgegeben, deswegen also. Da fertig ich bei World of Tanks ist auch viel mehr Sachen. Ja, deswegen, also es ist halt. Also das Gute an dem Spiel ist einfach diese Action halt, dass es sehr, sehr, sehr gut für ein Let's Play ist. Da du einfach nicht viel reden musst. Oh nein. Fuck. So, nochmal.
ich jetzt gelandet. Nein. Was ist das denn? Mist. Ich hasse es, dass mein Ding so lange braucht zum Anvisieren. Das regt mich immer auf. Ich spare sowieso gerade mal auf eine neue Waffe. Hab jetzt fast 1000 CR. Ich habe jetzt schon ganze 738. Oh Mann. Boah. Wie kann man sich eigentlich neue Waffen und so kaufen? Und zwar, also du musst halt, bist halt in diesem, wenn du M drückst, halt gehst du unten auf dieses Waffensymbol und da kannst du halt für jede Klasse halt die Waffen umbauen und halt kaufen, dies, das und jenes. Ich würde aber halt empfehlen, dass du kannst dir auch mal Tutorials angucken. Mhm. Ich hoffe, der lässt mich in seinen Panzer rein. Ah, schade, 2 von 2. Oh, 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 oh. Nicht sein Ernst, jetzt nicht, dass dann der fährt jetzt nicht mit dem... Ich hasse ihn. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich bin jetzt mal sehr fies. Ich renne jetzt mal als unsichtbarer Scouter rum. Boah, hier ist gerade ein Panzer geplatzt. Wenn das Schöne ist am Scouter, du kannst dich unsichtbar machen und hast ein MG. Also ein Sturmgewehr. Ja, das ist gut. Ja, ich liebe das immer, wenn du dich dann unsichtbar machst, dann kommt ein Gegner, stellt sich hin, tötest ihn, machst dich wieder unsichtbar. Kommt der nächste Gegner, tötest ihn, machst dich wieder unsichtbar. Solche Schweine, ey. Hat dich einer von uns umgefahren, oder wie? Nee, aber der steht da, ich baller auf ihn drauf und dann kommt der immer mit seinen 3 Schüssen und macht mich kaputt. Ach ja, das ist scheiße. Die Uni gleich down. Ich hätte vielleicht doch auch schwer Angriff dann halt behalten sollen, aber naja, egal. Wir nehmen den Scheiß jetzt ein. Ich mach mich jetzt auf die Boden. Oh, sorry Leute dafür, ich bin mir gegen mein Mikro gekommen. Ja, hab ich gehört. Oh. So. Übrigens, was ich gleich nochmal sagen kann, ich weiß nicht, obwohl doch kann ich eigentlich mal sagen. Und zwar gibt's Neuigkeiten, es gab jetzt mehrere Updates. Und ich glaube nicht für den Server, die ESF-Updates gibt noch nicht für den Server, obwohl dir muss ich ja sowieso nicht erzählen. Und zwar es gibt halt so einen Testserver, da werden ja mal die Updates halt vorher drauf gespielt. Und ich spiele da auch schon drauf, habt da auch schon ein paar Parts aufgenommen drauf, habt ihr ja schon gesehen, die Hostin-Parts mit dem neuen Kontinent. Und da gab es jetzt vor ein paar Tagen ein Update. Das kann ich vielleicht auch interessieren, das ist halt über Planzeit. Und in diesem Update wurde halt praktisch die Map, lass mich jetzt nicht irren, ich glaube es war, man visiert gerade an, dann töten sie einen. Ich hasse diese Sharingan, ich hasse sie. Und ja, zurück zum Thema, und zwar wurde da Amerisch verändert, die haben Höhlensysteme hinzugefügt, neue unterirdische Bases, praktisch wo keine Lufteinheit sein kann. Keine, ja. Mich freut das riesig. Weil das endlich mal neue Möglichkeiten gibt, dass wir einfach nicht hier die ganze Zeit mit den Panzern und Fahrzeugen da rumrennen und Flugzeugen, sondern nur da kann wirklich nur Infanteriekampf sein. Und das ist, denke ich mal, auch ganz interessant. Das wird dann wahrscheinlich sein, so wie Battlefield auf kleinen Maps. Und ist auf jeden Fall mal eine ganz nette Idee. Wird, denke ich mal, auch schon viel passieren dann. Mhm. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt und wann das auf die Server kommt. Also das heißt ja, dass es Ende Februar auf die Server kommen soll. Hoffen wir es mal. Also ich werde weiter dranbleiben. Vielleicht haben wir bis dahin noch nicht die 50 Parts geschafft. Und mein Ziel ist ja erstmal auf Planetside 50 Part zu schaffen, weil ich weiß nicht, ob es dann sich lohnt. Vielleicht werde ich dann nochmal einmal die Woche einen Part machen. Aber dann halt nicht mehr so regelmäßig. Mir ist gerade eingefallen, ich habe viel zu großes Visier hierfür. Wie oft bringst du jetzt so die Parts in der Woche? Dreimal, viermal. Zocker. Ja. Das ist eigentlich auch schon relativ viel, muss ich sagen. Ach nee, der hat das jetzt nicht eingefallen. Ach man, oh. Wollen wir mal eine Runde Panzer-Action machen? Von mir aus? Sollen wir das in der neuen Folge oder? Gut, dass du mich dran erinnerst. Ich vergesse immer auf den Timer zu gucken. Ja, wir haben jetzt noch anderthalb, eine Minute 10. Ja, oh, das lohnt sich. Ja, jetzt nochmal Panzer-Action. Pass auf, jetzt machen wir ihn noch so. Nein, wir machen jetzt den schnellsten Mulliker in der Geschichte. Apropos Panzer-Action, ich habe mir gerade einen Panzer geschnurrt. Nicht schlecht. Brauchst du mal Panzer? Ich fahre jetzt mal zu dir. Ich weiß nicht, ob das nur einer... Ich hätte gesagt, dass wir meinen nehmen, weil meiner ist aufgelevelt. Ja, dann fahre ich einfach meinen Teil hierher, das ist auch gut. Das können wir auch machen. Warte, dann spawn ich noch meinen. Und dann nehme ich noch meinen Lightning. Weil der ist besser gegen Infanterie. Jetzt kommt eine Galaxy. Jetzt, wo ich mir gerade einen Panzer geholt habe. Ich wollte mich da alle verarschen. Boah, schade, ey. Wenn ich jetzt aufnehmen würde, das wäre schon ganz geil. Ja, also wie gesagt, ich kann es dir nur empfehlen, das Spiel, weil es ist auf jeden Fall sehr actionreich. Und ja, das war's dann erstmal soweit. Ich werde mich jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat's gefallen, der Part. Das waren auf jeden Fall ein paar gute Stellen dabei. Lauft, Leute, lauft vor mir. Ich rutsche den Berg runter. Ich kann's verhindern. Ich hätte jetzt... Nein, ich rutsche gleich um. Nein. Achtung. Ah, guter Junge.
Dann rutschen wir jetzt noch. Oh, perfekt, das sind ja ganz viele Gegner. Oh, das ist natürlich richtig geil. Hast du schon schon die Aufnahme beendet, oder? Nein, ich töte ja da gerade nur so schön Gegner. Ja, ich dachte nämlich so, tschüss, und dann, oh, bum 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 bum. Ja, ne, weil hier sind doch gerade so schön Gegner. Mann. Oh, willst du mich verarschen? Die Knarre hat nur noch, hier vom Panzer hat nur noch 1 von 1 Schüsse. Gut, Leute, dann, das war's dann mit dem Fight. Oh, fuck. Ich glaub, ich bin gleich tot. Ich fahre jetzt meinen Panzer mal rückwärts. Und jetzt beenden wir aber, bevor das noch Überlänge hat, der Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann ciao erstmal und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Now you're going to die.